Stand together. I'd be much obliged. Be on seek. Nuh-uh. Didn't work. They're over there. This thing isn't doing the job. Be on seek. That was about as useful as a bump on a pickle. Yeah. That was about as useful as a bump on a pickle. Okay, ich gebe es zu, die beiden sind stark. Außer man wirft sie um. What can I do? Of course. Absolutely. Indeed. Ja, das Problem ist auch die Wunden da. Hey, sure. Machen gut, aber. Hey, well, don't see why not. Ich finde schon mal toll, dass. Thing isn't doing the job. That was about as useful as a bump on a pickle. Ja, und Alof, sollte ich das da wegnehmen, weil sonst verbratzt der ständig seine Zauberressourcen. Yes? Of course. Ah. Genauigkeit plus 3, das ist was für Edda. Jo. Hm? Happily. Die Klinge der Tingspuppe ist von wiederholenden Schlägen glückloser Trainierender völlig eingekerbt. Hm? Sure. Diese Statue ist sehr detailliert, angefangen bei den Schnallen der Beinschienen des Kriegers bis hin zu seinen lockigen Haaren. Wow. Interesting. Hm? Certainly. So, hier könnten wir theoretisch hochklettern. Dann geht es als nächstes ins leuchtende Adra-Becken. Also es ist schon mal böse, dass Fallen solche Wunden hinzufügen. Wow, was zur... Salzwasser-Imp. Hatte ich Alof nicht seine... Hatte ich aber, hab's vergessen zu speichern. Oh? Also ja, das hier ist wirklich für schwierige Kämpfe. Was habe ich jetzt gerade eingesammelt? Ätzende Wolke. Ernsthaft, was habe ich gerade eingesammelt? Ach hier. Taondra Tara. Und leuchtender Adrastaub. Eine winzige Menge leuchtender Adrastaub. What do you need? Of course. Wirst du mir wenigstens, ja, du wirst mir auch wenigstens als Alof angezeigt.
Okay, da haben sich jetzt Imps versteckt gehabt. Hey, es gibt Imps. Ja, Verletzungen heilen, da muss ich wirklich... Ich kann die Sachen auch kaufen und benutzen, das ist auch cool. Nee, halt, das ist der Wert, ich dussel. Das heißt, wenn ich jetzt Schiffszwieback reinziehen würde, dann würde das seine Verletzung heilen. Komm, für die Wissenschaft probieren wir es einfach mal aus. Ich finde es cool, dass sie das überarbeitet haben. Jo, ihre Wunden sind weg. Das ist gut. Weil ganz ehrlich, für was anderes braucht man hier das Rasten eigentlich nicht. Außer um Rastboni zu bekommen, natürlich. Ah, zwei große Adra-Statuen. Lasst alle Meister Xandros Ehre erweisen, da es ohne ihn keinen Ruhm geben würde. Die Kofferschale hat ihren Glanz verloren und sich blaugrün verfärbt. Silber und Staub bedecken die Oberfläche mit einem dünnen Film. Die Schale genauer untersuchen. Auf dem Boden der Schale siehst du eine runde, flache Aussparung. Du erkennst dies als Opferschale, ein Artefakt, das man in vielen Engvitanoruinen findet. Solche Schalen wurden ausschließlich vom Engvitanern hohen Standes verwendet oder von jenen, die Großes vollbracht hatten. In einer Arena wie dieser könnte ein Meister die Rolle übernommen haben. Ich lasse es erstmal sein. Ist der was? Schnell speichern, das geht. Ja, schnell speichern geht gut. Werde ja reinlegen. Ah, Tatsache. Hier ruht Xandros, der vortrefflichste aller Architekten. Ah, dass hier immer noch alle Lampen brennen. Plus 15 maximale Gesundheit. Alof? Weil er hat 102. Okay, sie hat 77. Damit hätte er auch 77 dann, oder? Ja. Und sie hat eh die Weisheitszahnkette. Obwohl, tauscht das mal mit Alof. Das ist besser. Weil du stehst eher vorne als er. Oh, das ist wieder ein größeres Gebiet, weil da drüben noch ziemlich viel ist. Poor fools. They were unprepared for this. Ja. Silberlusken und anderes Zeug. Also der Beerwick hat's hier reingeschafft. Schwarzpulver. Und eine Brechstange. Schiffszwieback, eine Lösung. Ach, alchemistisches Zeug. Und natürlich die Kupferbindung. Ja, jetzt sind Gefäßknochen kein Geld mehr, was wir finden. Ja, die kupferne Birne. Und wie immer gehe ich vorsichtig durch die
Ruinen. Alles, was du von dieser Inschrift, alles, was von dieser Inschrift übrig geblieben ist, ist Racker der Glückliche. Der Steinring herum wurde im Laufe der Zeit geglättet. Ein Teil der Statue an den beiden wurde gewaltsam entfernt. Gepriesen sei der kühne Avarix, Meister der Klinge. In Erinnerung an Summer, geliebte Schwester, spende ich diese Statue. Hier ist alles noch recht gut erhalten, muss ich sagen. Also da unten geht's weiter und hier oben... Ach, das ist Xotis Sichel und ihr Körper. Okay, der Kleine da, der... Könnte nervig sein, deswegen ist er jetzt tot. Feuchtspur. Es war aber auch irgendwie klar, dass es hier in den Gebieten Sporlinge geben könnte. Die Wände hier sind nach innen eingeschürzt und machen jedes weitere Vorankommen unmöglich. Ich meine, wir haben auch in Anslogs Kompass Sporlinge gefunden gehabt. Okay, die Zelle. Silberlusken. Da scheint es auch runter zu gehen. Gehen wir erstmal außenrum weiter, bevor wir runtergehen. Essenzanomalien. Also irgendwelche Geisterviecher. Fenrir kriegt was aufs Dach. Deswegen heilen wir ihn mal. Ich habe halt kein Tierheilen oder so. Ah, wir haben das Vieh noch vorher tot gekriegt. No can do. I'd be glad to. Das sieht aus wie die kaputte Variante des Generators. Oder Ressis Arbeitsplatz. Gucken wir uns erstmal in der Ecke um hier, dann gucken wir in seinen Arbeitsplatz rein. Wow. That's Odorici. Das war er wohl mal, ja. Leuchtende Adra-Säule. Das ist das Ding, was so wichtig war. Wie ist Eotas da rangekommen? Diese grimmig aussehende Figur scheint mitten im Gang erstarrt zu sein und blickt in Richtung der mächtigen Adra-Säule, die den Raum beherrscht. Die ausgestreckte Hand des bleichen Leichnams ruht auf der matten Oberfläche des Kristalls. Die Überreste einer Faust halten im festen Griff ein mit einer Lederschnur zusammengebundenes Bündel Papier.
Einige weitere Seiten liegen verstreut auf dem Boden zu deinen Füßen. Odorisi was always a bit obsessive, but he was a good enough fellow. I hope this was quick, whatever it was. Odorisi war immer ein bisschen besessen von seiner Arbeit, aber er war ein guter Kerl. Ich hoffe, das ging wenigstens schnell, was auch immer es war. Er lädt sich vor, als ob er die Augen des Leichnams schließen oder seine Züge glätten wollte, renkt aber nur mit einem besorgten Gesichtsausdruck die Hände. Als du die Papiere herausziehst, zerfallen die Finger, die sie gehalten haben, zu feinem Staub. Als du hier neben der einsamen Figur stehst, hast du plötzlich ein ungutes Gefühl. Die Luft um dich herum, die Flocken von Asche und Staub, alles ist erstarrt. Das Gefühl wird noch unguter, als du zum Adra hochsiehst und fühlst, dass keine Energie in seine Oberfläche fließt, als ob er vom Rad abgetrennt worden wäre. Sag bloß, Eotas will... Place your hand against the pillar of luminous Adra. A dim, warm light emanates from the surface. But it feels cool to the touch. Pinpricks dance along your fingers. Uncomfortable, but not painful. A woman's voice, scratchy, distant, and halting, echoes in your mind.